Breaking News für Sie. Wir haben Luftkühler, ein Luftkühler-Update für Sie. Und es ist im Moment noch nicht heiß, wird aber bald wieder sehr, sehr heiß. Und jetzt heißt es clever sein und Sie sich jetzt schon bestellen, damit, wenn es dann heiß ist, Sie den bei sich zu Hause haben. Und vor allem haben Sie dann den Luftkühler, den Sie wollen, zu Hause. Weil wir kommen langsam an die Grenzen unserer Bestände. Gerade bei dem ersten, den wir Ihnen vorstellen wollen, ist es schon sehr, sehr begrenzt. Aber dass es so heiß wird, hat zum Beispiel auch das Wetter geschrieben. Das Wetter hat geschrieben, Hitzewelle in Sicht, wird es nun auch in Deutschland heiß. Ab dem nächsten Wochenende deutet sich eine Umstellung der Großwetterlage an. Besonders das US-Wettermodell GFS rechnet mit einer umfangreichen Umstellung der Wetterlage. Das Wettermodell bastelt an einer Omega-Wetterlage. Das wäre eine stabile Sommerwetterlage, die über Wochen hinweg andauern könnte und das bei Höchstwerten über 30 Grad. Über 30 Grad. Und dann wird es hier zu spät sein, dann kriegen Sie nicht mehr den Luftkühler, den Sie haben wollen. Wir fangen mal mit dem ersten an, der dieses Jahr neu rausgekommen ist und bei Ihnen sehr beliebt ist. Ja, ein rotorloser Ventilator, also schon ein Designobjekt. Aber Sie sehen es unten in Rot. Geht aus. Hier sind wir jetzt schon auf den letzten Stückzahlen, weil viele unserer Zuschauer sind einfach so clever, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Wenn wir jetzt nämlich gerade mal nach Amerika oder nach Kanada schauen, über 50 Grad haben die heute und weit über 40 Grad in Gebieten, die haben ein ähnliches Klima wie wir. Und wenn das jetzt, wenn man manchen Meteorologen glauben darf, passiert das auch, zu uns kommt, dann brauchen sie technische Hilfe. Und das hier ist jetzt nicht nur ein Abkühlungsgerät, sondern eben auch ein Design-Highlight. Einmal eingeschaltet haben wir hier eine raumfüllende Ventilation, die wir auch jederzeit im Raum verteilen können. Aber was hier das Wichtige ist, Sie sehen es durch die Hand von Diana, es ist absolut rotorlos und trotzdem eine wirkliche Wahnsinnstechnik. So, Swing-Funktion ganz außen, genau. Alles, was Diana jetzt am Gerät macht, können Sie natürlich auch über die Fernbedienung einschalten. Und jetzt sehen Sie, der äußere Ring bewegt sich ganz, ganz langsam. Und das ist diese Verteilungsoption. So, und jetzt ist das aber nicht nur ein rotorloser Ventilator, sondern es ist eben die clevere Alternative zur Klimaanlage, weil auch dieser rotorlose Ventilator hat ein kleines Geheimnis, welches man nur entdeckt, wenn man ihn umdreht in sich, nämlich einen Verdunstungsluftkühler. Diana, wenn du das Gerät gerade einmal umdrehst, dann sehen wir das, nämlich auf der Rückseite einen Wassertank, 4 Liter Fassungsvermögen, da kommt reines Leitungswasser rein. Und wenn Sie das reingemacht haben, dann können Sie jederzeit zum Ventilator die Kühlfunktion zuschalten. Und dann passiert genau das, was wir jetzt sehen. Die Wabenstruktur wird mit Wasser benetzt, welches dann auf der kompletten Oberfläche der Wabenstruktur verdunstet. Dadurch wird Wärme entzogen und im Umkehrschluss also kältere Luft erzeugt. Und die wird dann mit dem Ventilator im Raum verteilt. Das sind 3 bis 5 Grad messbarer Temperaturunterschied. Und da sagt man eben, die kühle Brise, die Meeresbrise, die einen dann abkühlt. Und ich weiß nicht, Ingo, wie es dir geht, aber jetzt haben wir gerade gelesen, über 30, bei mir fängt es ab 26 Grad spätestens an, ja, ich sag mal, schon auf die Substanz zu gehen. Naja, man fühlt sich matschig, man ist matt, man ist nicht motiviert und kann keine Energie aufbringen, man kann schlecht gelaunt sein, nichts tun ist anstrengend, man sitzt da einfach und leidet. Und da hilft eben so ein Luftkühler, weil der kühle Luft genau in Ihre Richtung bläst. Und das bringt eben diese Erleichterung, diese moderate Erleichterung mit dieser kühlen Luft. Schau mal hier, Diana, die sitzt da und leidet. Und dann kann man einfach den Luftkühler anmachen und ist wieder up to date und kann sich wieder konzentrieren. Sogar Buch lesen. Ich weiß nicht, wenn ich ein Buch lese und es so heiß, dann kann man sich auch nicht so richtig konzentrieren. Das ist halt die Sache hier mit der Hitze. Und dafür haben wir eben unsere Versöhnungsluftkühler. Ja, und ich bin der festen Überzeugung, das ist natürlich meine persönliche Meinung, dass wir den harten Sommer noch bekommen. Das wird wieder Knall auf Fall gehen, so wie wir das gewohnt sind eigentlich mittlerweile leider. Es gibt keine Übergänge mehr. Es wird Bumm machen und plötzlich stehen wir in unserem eigenen Schweiß. Und wenn Sie clever sind, dann bereiten Sie sich jetzt schon drauf vor. Und wenn Sie sagen, das ist mein Gerät, weil mir nicht nur die Technik, sondern auch das Design ausgesprochen gut gefällt, dann müssen Sie jetzt schon bestellen, weil dieses Gerät ist jetzt schon fast am Ende. Und wir haben die große Hitzewelle eigentlich noch gar nicht gehabt. Das heißt, wenn die jetzt dann kommt, wird es eigentlich sofort ausverkauft sein. Und hier kommt dann erst wieder Ende des Sommers.
Sommers, also zum Herbst hin, kommt dann die nächste Lieferung. Das heißt, das ist wirklich die letzte Chance für diesen Sommer. Aber man kauft so ein Gerät, auch die anderen, natürlich nicht nur für diesen Sommer, sondern auch den nächsten und den übernächsten. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass es die letzten Jahre immer so ein bisschen heißer wird. Ich glaube, die letzten 3 Jahre wurde 2-mal der Hitzerekord in Deutschland gebrochen. Das unterstützt meine persönliche These. Aber das darf Ihnen dann egal sein, weil Sie können entspannt den heißen Tagen entgegenschauen. Weil immer, wenn es Ihnen zu heiß wird, machen Sie Ihren wirklich toll designten rotorlosen Ventilator an. Und wenn es dann richtig heiß wird, dann schalten Sie die Verdunstungsluftkühlung noch dazu und können dann entspannt das schöne Wetter genießen. Weil das ist etwas, was wir wollen. Warum man hier natürlich clevere Alternative zur Klimaanlage sagt, das werde ich Ihnen bei den anderen 3 Geräten, wo das Gleiche der Fall ist, gleich erklären. Das ist unsere Neuheit, unser rotorloser 3-in-1 Standluftkühler. Der hat die Bestellnummer ZX7019569. Letztes Stückzahlen ZX7019569. Hier haben wir jetzt einen weiteren Luftkühler für Sie, der natürlich dann auch ein bisschen anders aussieht und stärker ist. Ja, und hier kommen wir zur neuen Liga der Kältetechnik, weil das ist ein Verdunstungsluftkühler. Ich schalte ihn einfach mal ein. Dann sehen Sie auch, die Lamellen gehen auf. Ja, und wir haben als im ersten Moment einen Standventilator. Ja, mit einer schönen, großen, leistungsstarken Ventilationsfläche. Hier sehen wir jetzt schon mal etwas Besonderes. Die Oszillation nicht nur von links nach rechts, sondern auf Wunsch auch von oben nach unten. Und somit wird die frische Luft im Moment noch Gebläseluft ganz einfach im Raum verteilt. Und das hilft ja bei Temperaturen 25 bis 30 Grad oftmals schon enorm. Wenn es aber dann heißer wird und die Prognose geht ja dahin, dann schalten Sie einfach die Verdunstungsluftkühlung zu. Und hier haben wir ein neues Element eingebaut, was wirklich revolutionär ist. Ein sogenanntes Peltier-Element, welches das Leitungswasser, das reine Leitungswasser, welches hier in einen 6-Liter-Tank eingefüllt wird, herunterkühlt um ca. 8 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Dann wird das Wasser vernetzt, dann verdunstet und dadurch wird die Kühlleistung, der Wirkungsgrad nochmal erheblich erweitert und wir sind hier nahe dran an der Leistung einer Klimaanlage, aber mit allen Vorteilen eines Verdunstungsluftkühlers. Aha. Und die nennen wir jetzt mal clevere Alternative zur Klimaanlage. Das erste ist ganz klar der Energiebedarf. Hier haben wir gerade mal 120 Watt. Eine heutzutage moderne Monoblock-Klimaanlage braucht zwischen 1000 und 2000 Watt. Also ein Bruchteil. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Rotorlosen. Der braucht gerade 80 Watt. Der hier 120 Watt. Dann haben wir eine moderate Kühlung. Das heißt, Sie dürfen auch direkt davor sitzen und werden sich abkühlen. Wenn Sie das bei einer Klimaanlage machen, reagieren sehr viele Menschen empfindlich und bekommen dann natürlich eine Erkältung. Haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Wir brauchen keinen Abluftschlauch. Sie dürfen das mitten im Raum aufstellen. Auch gerne Fenster und Türen offen lassen. Und noch eine Besonderheit, wenn es mal selbst draußen im Schatten zu heiß ist, darf man einen Verdunstungsluftkühler auch im Freien, also mit rausnehmen auf den Balkon oder die Terrasse. Das ist bei einer Klimaanlage in Deutschland strikt verboten. Ist gar nicht möglich. Ja? Also hier sehen wir diese riesen Vorteile, die wir haben. Und deshalb clevere Alternative zur Klimaanlage. Aber ein Wort noch zur Klimaanlage. Ja, es ist natürlich, gibt es Räumlichkeiten. Da ist eine Klimaanlage unbedingt notwendig. Wenn Sie jetzt dann diese Temperaturen, die angekündigt sind, gibt. Wenn Sie zum Beispiel schlecht isoliert im Dachgeschoss wohnen, noch ein großes Fenster, am besten eine Dachschräge und Sie haben dann 40 Grad, dann brauchen Sie eine Klimaanlage. Ja? In allen normalen Räumlichkeiten, auch im Homeoffice, ist das hier die Erleichterung, die wir dann brauchen. Hier sehen wir es auch im Freien und ich glaube, das ist auch vielen so gegangen. Da will man einfach mal ein Stück Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen, draußen unterm Sonnenschirm in Schatten und wird dann nach 5 Minuten wieder vertrieben, weil selbst im Schatten nicht erträglich ist von den Temperaturen. Dann nehmen Sie Ihren Verdunstungsluftkühler einfach mit raus, stecken den Stecker in die Steckdose und schon haben Sie die kühle Meeresbrise auf Knopfdruck auch auf Ihrem Balkon bzw. auf Ihrer Terrasse. Und das macht dann eben die größte Hitze erträglich. Ja, wir haben vor 2 Wochen haben wir gegrillt. Es war unerträglich und dann, als es so heiß war und dann eben noch am Grill stehen, furchtbar. Da hilft so ein Verdunstungsluftkühler und dieser hier hat Oszillation und Peltier. Die neue Liga der Kältetechnik hat die Bestellnummer NX1539569
UVP ist hier übrigens 300 Euro, knapp 300 Euro. Und Sie bekommen ihn hier für 218,49 Euro. Natürlich versandkostenfrei. So lässt sich der Sommer genießen. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Es ist heiß. Es wird wieder richtig heiß. Und dann schafft so ein Verdunstungsluftkühler natürlich ausgesprochen viel Linderung. Und Ihnen macht das Draußensein wieder Spaß, weil wir wollen alle draußen sein bei dem schönen Wetter. Und hiermit können Sie das. Jetzt haben wir eine weitere Neuheit dieses Jahr. Auch der ist schon sehr, sehr, sehr beliebt bei Ihnen. Ja, und der ist auf Kundenwunsch entstanden aus den Erfahrungen auch der letzten Jahre. Viele von Ihnen haben uns geschrieben, gibt es solche unglaublich leistungsstarken Verdunstungsluftkühler auch nicht in Weiß? Jawohl, die gibt es jetzt. Und zwar sehen wir in dieser unglaublich toll designten Farbkombination, also Anthrazit und Schwarz, wenn man das als Farbe bezeichnet. Aber das passt natürlich in jeden modernen Wohnraum. Und Sie sehen hier diese, so, ich sage immer, Sesam-öffne-dich-Funktion. Die ist natürlich nicht nur schick anzuschauen, hat auch einen technischen Hintergrund, denn die Lamellen hier, im ersten Moment Ventilators, werden vor Verschmutzung, Verstaubung geschützt. Ja? Und das heißt, wenn Sie jetzt Ventilator anmachen nach 2-3 Wochen, dann ist da erstmal eine Staubwolke, die weggeblasen wird. Das entfällt hier, die sind immer geschützt. Und jetzt haben wir hier eine Leistungsstärke von 160 Watt. Hier sind wir auch wirklich in der Lage, große Räume oder Freiflächen bis in den letzten Winkel mit frischer Luft, mit der Meeresbrise auf Knopfdruck zu versorgen. Unten sehen Sie den Wassertank, 7 Liter passen da rein. Dann übers ganze Gerät gehend die Wabenstruktur und auch hier haben wir natürlich ein Peltier-Element mit involviert. Also auch hier wird das Wasser vorgekühlt um ca. 8 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur, wird dann benetzt und dann verdunstet es. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, bei mir zu Hause hat es aber die letzte Woche geregnet, bei mir auch, aber ich schaue auch mal über den Tellerrand und es wird heiß werden. Ich habe meinen Verdunstungsluftkühler, ich schaue diesen Tagen entspannt entgegen und das können Sie auch, wenn Sie sich jetzt für Ihr Modell entscheiden. Und wenn es dann heiß wird, und das wird, da bin ich auch sicher, ja, ist wieder meine persönliche Meinung, aber es wird von einem Tag auf den anderen wieder diese Hitze geben. Dann sitzt man da und denkt, hätte ich doch nur. Und es gibt natürlich auch, ich sage jetzt mal, gesundheitliche Auswirkungen. Das merken wir, wir sind ein bisschen älter, genauso. Aber die Jungen merken das auch schon. Die sitzen dann schlapp in der Ecke und sind zu nichts zu gebrauchen. Und damit kann man das eben abmindern und kann sich dann auch in den höchsten Temperaturen fit halten und abkühlen. Ja, denken Sie dran, der Sommer ist gerade mal 2 Wochen alt, also der kalendarische Sommer. Wir haben noch 2,5 Monate Sommer vor uns und der Sommer wird wiederkommen und wieder heiß sein. Dieser Verdunstungsluftkühler kommt natürlich auch versandkostenfrei zu Ihnen, ist sehr begrenzt, weil es halt auch eine Neuheit ist und so super schick. Das ist unser Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Element. Der hat, glaube ich, auch einen Ionisator noch. Ne? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Sie haben vielleicht auch in den letzten Tagen die Diskussion gesehen, Schulferien nutzen, um öffentliche Gebäude mit Luftreinigern auszustatten. Ja? Da brauchen Sie gar nicht mehr drüber diskutieren. Hier ist ein Ionisator, also ein Luftreiniger mit drin, der die Luft mit ganz wertvollen Anionen anreichert und eben Störfaktoren eliminiert, genauso wie Gerüche. Und was wir auch wissen, Gerüche entstehen im Sommer noch mehr als zu jeder anderen Jahreszeit. Und dann können Sie einfach mal den Ionisator zuschalten. Der ist jederzeit getrennt zu- oder abschaltbar. Ja, und dann können Sie auch mal die Raumluft noch reinigen, zusätzlich zur Kühlung. Und wir sehen diese riesengroße Ventilationsfläche und dann noch die Swing-Funktion rein. Das ist eine richtig große Fläche, ob Wohnraum, ob Büro oder ob Außenbereiche, ist dann abgekühlt. Aber über Schlafen möchten wir auch noch sprechen. Die ersten tropischen Nächte hatten wir schon und die werden dann auch zwangsmäßig wieder kommen. Tropische Nächte, das wissen Sie sicher, sind Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad geht. Das können aber auch mal 25, 28, 29 Grad sein. Und ich würde da ohne meinen Verdunstungsluftkühler kein Auge mehr zubekommen oder höchstens mal eine halbe Stunde schlafen, dann wacht man wieder schweißgebadet auf. Deshalb auch mein Tipp, wenn Sie so ein bisschen wärmeempfindlich sind, was den Schlaf angeht, unbedingt dieses Gerät dann, das ist ja locker zu schieben, mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Dann noch vielleicht die Timer-Funktion, die natürlich ebenfalls integriert ist, einschalten. Und dann ist selbst bei höchsten Temperaturen Ihr wichtiger Schlaf eben gewährleistet.
Das ist unsere Neuheit. Der Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Element und Ionisator hat die Bestellnummer ZX7002569 für Sie. Kommt versandkostenfrei zu Ihnen in wenigen Tagen. UVP hier liegt übrigens bei knapp 500 Euro. Sie sparen richtig Geld. Auch zur Pearl.de, zu Pearl.de oder dem Katalogpreis sparen Sie 15 Euro. Es lohnt sich, Pearl.de gucken, zu schauen, weil Sie immer den besseren Preis bekommen als im Katalog- oder Online-Preis. Hier bei Pearl TV machen wir das möglich mit unseren speziellen Kontingenten. Wir haben jetzt noch einen, das ist der Bestseller von letztem Jahr, unser leistungsstärkster Luftkühler. Und ich möchte noch mal was dazu sagen. Wir haben hier, arbeiten hier mit Wasser. Das heißt, Wasser geht in einen Wassertank, aber es kommt kein Wasser raus. Es kommt vorne kein Dampf raus. Er tropft nicht, ist eine absolut saubere Angelegenheit. Brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Der Wassertank ist nicht über ein kleines Loch zu füllen, sondern ein richtig großer Wassertank. Da müssen Sie nicht mit einem Schlauch oder einer Gießkanne hin, um den aufzufüllen, sondern das ist alles eine sehr saubere Sache. Ja, genau das, was du sagst. Man braucht also keine Angst zu haben, sondern dieses System, dieses Verdunsten, das geschieht im Inneren. Und hier haben wir eben unsere leistungsstärksten Verdunstungsluftkühler. Und wir sehen auch hier, das finde ich immer sehr, sehr schön, direkt auf den ersten Blick die Raumtemperatur. Heute um diese Uhrzeit bei uns im Studio 22 Grad. Das ist noch eine Temperatur, die angenehm ist. Also sobald hier 26 steht, fangen bei mir die Alarmglocken an zu läuten und das wird nicht mehr lange gehen. Und wenn da noch eine 3 vorne dran ist, dann brauchen auch Sie sicher technische Hilfe. Vor zwei, drei Wochen, als es so heiß war, hatten wir da 31 Grad drauf stehen. Richtig, und dann wird es unerträglich. Ja. Ich spreche dann auch immer bei mir persönlich von einer Matschbirne. Man kann sich nicht konzentrieren. Ja? Also selbst die einfachsten logischen Zusammenhänge fallen einem nicht mehr ein. Man kann sich wirklich nicht konzentrieren. Wer im Homeoffice arbeitet, wird dann besonders leiden. Ja. Da muss man auch zu Hause oder vielleicht sogar noch mehr zu Hause Leistung bringen als im Büro. Und dann ist das das Richtige. Hier für richtig große Räume, auch um ganze große Schlafzimmer, Büros, Wohnzimmer oder auch Terrassen mit frischer Luft zu versorgen. Und hier haben wir jetzt nicht nur die 3 normalen Gebläsestufen, die schon leistungsstark sind, sondern da sehen Sie jetzt rechts diese Super-Taste. Das ist für mich nochmal die Turbo-Taste. Und dann geht es wirklich bis in den allerletzten Winkel. 200 Watt haben wir hier eine Leistungsstärke, also wir haben es gesagt, unser leistungsstärkster Verdunstungsluftkühler, aber eben auch nur einen Strombedarf von maximal bei voller Auslastung 200 Watt. Und das ist eben immer noch ein Bruchteil im Vergleich zur Klimaanlage. Und deshalb auch immer wieder der Satz, die clevere Alternative zur Klimaanlage. Das gilt nicht nur beim Anschaffungspreis, wo man da schon bares Geld spart, sondern selbstverständlich auch natürlich in den Betriebskosten, was manchmal noch viel, viel wichtiger ist. Auch hier ein Ionisator, eine Timerfunktion, die Fernbedienung ist dabei. Und trotz dieser Größe, ja, und trotz dieser Leistungsstärke ist der praktisch mit 2 Fingern zu bewegen. Sie sehen, der steht auf Rollen. Ich darf den auch und kann den auch gerne vom Wohnzimmer ins Büro, vom Büro in die Küche, von der Küche wieder ins Wohnzimmer oder dann auf die Terrasse hinschieben. Das geht ohne großen körperlichen Aufwand. Und das ist eben die Flexibilität, die natürlich auch nur möglich ist, weil wir bei einem Verdunstungsluftkühler keinen Abluftschlauch brauchen. Ja, und noch was Wichtiges für mich, ich kann nachts nicht schlafen, wenn die Fenster nicht offen sind. Ich brauche auch im Winter, ist mindestens geklappt, mein Fenster. Bei einem Verdunstungsluftkühler dürfen Sie auch Ihre Fenster und Türen offen lassen. Das heißt, die Frischluftzirkulation ist gewährleistet. Und Sie sparen hier natürlich nochmal bares Geld, denn Sie bekommen den TV-Sonderpreis. Und da sehen wir den regulären Preis auf pearl.de. Ja, da kostet er knapp 330 Euro. Sie sparen 16,50 Euro, wenn Sie bei Pearl TV bestellen. Unser Bestseller, Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Element mit 200 Watt, ist lieferbar. Und jetzt nochmal diese 200 Watt. 200 Watt, eine Kilowattstunde dauert, kostet ungefähr 30 Cent überall in Deutschland. Mit 200 Watt können Sie den 5 Stunden laufen lassen für 30 Cent. Das heißt, 6 Cent kostet er die Stunde. Im Vergleich zu einer Klimaanlage ist das nichts. Das merken Sie nicht auf der Stromrechnung. Und der Effekt ist wirklich nah an einer Klimaanlage durch das Peltier-Element. Richtig, auch hier natürlich dieses Peltier, die neue Liga der Kältetechnik eingebaut. Mhm. Und es ist wirklich der Wahnsinn, was da für eine Leistungsfähigkeit rauskommt. Sie werden auch dann an den heißen Tagen einfach mal so davor stehen und die kühle Meeresbrise genießen. Und ganz wichtig ist, nicht leiden.
unter den heißen Temperaturen. Die Bestellnummer für den ist die NX1534569. NX1534569 zum TV-Sonderpreis. Wir haben Ihnen diese vier Luftkühler vorgestellt. Seien Sie schlau, holen Sie sie sich jetzt. Sind Sie im Kühlen, während alle Ihre Nachbarn schwitzen und leiden, sitzen Sie angenehm und können das Wetter genießen, wie man sollte. Viel Spaß damit!